Hallo Leute und willkommen zurück zu Sallys Salon. Wir machen weiter mit Level 48, immer wieder Helen. Helen hat mehr Durchhaltevermögen als andere. Zeig, dass du genauso weit wie Sally laufen kannst, okay? Hey, hier ist Britt. Ich habe einfach den Öffnen-Knopf gedrückt. Oh nein, die steckt ja im Fahrstuhl fest. Dadurch gingen die Lichter aus und jetzt klettere ich turnstundenmäßig an den Kabeln im Schacht hoch. Lolz. Hallo Britney, hier ist Sally. Moment mal, ich kann doch ganz einfach mit meiner Haarnadel Françoise Tür aufbekommen. Das machen sie im TV auch andauernd, muss also kinderleicht sein. Ich will jetzt wissen, was mit dem los ist. Oder schließt man so ein Auto kurz? Oh Françoise, warum konntest du nicht in einem Auto verschwinden? Ich hab's geschafft, die Tür ist offen. Erwischt, auf frischer Tat. Inspektor Oasch, du kommst gerade richtig. Einbruch und Diebstahl, Widerstand gegen die Festnahme. Nein, Dummerchen, ich hab dich doch herbeigerufen. Erzähl das meiner Oma, auf geht's, gehen wir. Moment mal, wohin? Du verstehst das nicht. Ich denke, dass es sich hier um unlautere Praktiken handelt. Ich glaube, das ist lateinisch. Spar dir das für den Richter auf. Er spricht Latein, wie lustig. Officer, ich befürchte, dass jemand François etwas Schreckliches angetan hat. Ein Geständnis, sehr gut. Sie haben das Recht, dass alles, was Sie sagen, gegen Sie vor Gericht verwendet wird. Das stimmt etwas nicht. Missachtung des Gerichts, das sind drei Verstöße. Habe ich da etwa gegen die Modepolizei, die Modegesetze der Fashionpolizei verstoßen? Nö. Oder ist der vielleicht in dem Schrank eingesperrt im Wellnesscenter? Ach, da ist er. Hat er Urlaub gemacht? Das gibt's doch nicht. Ätzendster Urlaub aller Zeiten. Ach so. Das hat er aber vorher nicht gesagt, oder? Oder hat er das irgendwo angedeutet, dass der Urlaub macht? Gehe 450 Schritte. Okay, also, ich habe jetzt richtig gelesen. Das bedeutet, ich muss hier ohne Ende laufen. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich dachte, ich darf nur... Waren es nicht 350? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich jetzt hier ein bisschen hin und her flitzen. So, das Ding. Ach, das wollte ich doch eigentlich immer vorbereitet haben. So, komme ich erst zu dir, bringe ich dir das hier vorbei. Bitte schön, meine Liebe. Dann flitze ich direkt nochmal zurück, stell das an. Dich schicke ich da oben hin. Und Moment, das nehme ich mit. Du kommst auf die grüne Liege. Und dann bekommst du blau und zweimal grün. Bitteschön. Dich schicke ich auch zur grünen Liege. Und laufe erstmal hier ein bisschen hin, schicke dich dahin. Und dann hole ich blau und lila. Ja, das sollten wir jetzt, wenn ich darauf achte, aber auch wirklich hinbekommen. So, das ist dieser Stein, das ist dieser Stein, das ist dieser Stein. Nice. Nice. So, einfach mal ein bisschen nach unten laufen. Du kommst jetzt auf diese Liege, dann flitze ich nochmal kurz hoch. Karl, versteckst du dich da hinter den Mädels. So, einmal die Creme für dich und du kommst auf die wundervolle Massageliege. Und was machen wir mit dir? Zweimal rot, einmal gelb. Na komm, flitze ich nochmal ein bisschen rum. Wir haben jetzt über die Hälfte schon geschafft. Und gleich auch die Hälfte des Tages erreicht. Also gehen wir hier hin. Dann gehe ich nochmal dahin, vielleicht nochmal nach unten. Und was möchtest du, meine Liebe? Drei Lilane. Und ihr seid schon zu fünf. Das bedeutet, ich kann hier gleich mal abkassieren. So, was bringe ich dir? Bei dir machen wir Akupunktur. Ach nee, doch nicht. Ja, was auch immer. So, ja, du gehst hier hin. Ich laufe nochmal schnell nach unten. Schicke dich hier vorne hin. Und dann, was brauche ich für dich? Einmal das hier, zweimal das hier. Komme ich erst zu dir, dann zu dir. Du gehst hier unten hin. Ah, wir haben es aber gleich geschafft, ne? Das ist doch gut. So, nehmen einmal kurz die Creme mit. Können das vielleicht auch nochmal alles auffüllen. Vielleicht hilft uns da unser Supercomputer. Nein, gerade leider nicht. Das war die falsche Liege. Ja, ich wollte eigentlich sie... Ja, egal. Ach ja, tapen. So, Ich wollte eigentlich sie zu der Liege hier oben schicken. So, laufe ich einfach mal hier hin. Und was bringe ich dir? Akupunktur bringe ich dir. Diese Geräusche auch, ne? So, ja, du kommst hier hin. Ich gehe mal fix hier hin. Dann kommst du auf diese Liege. Du bekommst die Rolle. Und wir haben es geschafft. Sehr schön. Ich wollte doch Kaffee trinken zwischendurch. Mensch. So, die grüne Liege für dich. Und dann komme ich zu dir nach unten. Ach ja, tippen nicht vergessen. Ich habe nach wie vor das Gefühl, irgendwie
komme ich mit der Helen besser klar. Keine Ahnung, vielleicht sollte sie das Ganze übernehmen. Und Sally, ja, weiß ich nicht, was Sally so machen könnte. So, machen wir mit ihm jetzt noch die Kombo, dann komme ich zu dir. Ach ja, Tate, ne, dein? Oh, ich glaube, das hatten wir noch gar nicht, oder? Doch, doch, das hatten wir doch schon. So, du bist jetzt auch fertig. Da kümmert sich der Supercomputer drum. Und die Punktzahl werden wir höchstwahrscheinlich auch erreichen. Karl habe ich auch gefunden. Du bekommst jetzt noch 2 Räucherstäbchen. Und Oma, achso, Oma ohne Unschuld möchte auf diese Liege hier. Gut, dann musst du noch ein Momentchen warten. Jetzt aber. Einmal das und 2-mal das gelbe Fläschchen. So, das war's. Wir kassieren. Und die Zeit ist um. Aufgrund des Nichterscheins ihrer Gegnerin ist die Gewinnerin zwangsläufig April. Das ist aber nicht cool. Der ist doch sowieso schon tot. Sag ich doch. Wow, du hast dich noch nicht einmal deinem Kunden genähert und er ist trotzdem tot. Oh. Und mein Haarschnitt ist perfekt und Sally ist nicht einmal hier. Ich habe gewonnen. Das ist die Schlagzeile hier. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss Eugenia nötigen zu, nichts. Och, Tilly. Tilly hat recht, Sally ist nicht einmal hier. Das ist nicht fair, der Wettbewerb hätte verschoben werden sollen. Der Supercomputer sagt, dass er einen Patch herunterlädt und installiert. Er wünscht, dass ihr etwas leiser redet. Computer! Hat jemand meine Schwester gesehen? Sie ist ungefähr so groß, eine blondere Olivia. Unglaublich, dass Sally einfach die 5. Runde ausgelassen hat. Irgendetwas stimmt hier nicht. Soll ich ein Banner mit dem Spruch machen? Das Einzige, was wir mehr als genug haben, ist Zeit. Nein, warte, das ist falsch. Hat jemand von euch schon einmal bei einem sonnigen Fenster nach ihr gesucht? Das ist mein Lieblingsort, wenn ich traurig bin. Vielleicht kann Tilly uns helfen, Sally zu finden. Sie liebt sie. Ich hole einen ihrer Schals aus meinem Spind. Was denn? Ihr lasst doch ständig euer Zeug in meinem Spinningzimmer. Wie sie alle lachen. Gangster. Ach Nathan, ich hoffe wirklich, dass du mit wem auch immer noch dein Glück findest. Hawaii 5-0. Helen ist eine Perfektionistin. Entferne keine Artikel von deinem Tablet, okay? Toll, jemand hat eine Haarnadel in mein Schlüsselloch gesteckt. Jetzt muss ich mir wohl ein Hotel suchen. Natürlich, das ist die logische Konsequenz, wenn eine Haarnadel im Schlüsselloch steckt. Jetzt kommt erstmal die Britney, oder? Doch nicht. Ach, da ist sie schon. Sally, ich bin durch einen Lüftungsschlitz aus dem Schacht gekrabbelt. Sally, Sally. Britney, es ist er. Oi, Idiot. Tut mir leid, Autokorrektur. Eine Taube hat sich mit meinem Telefon aus dem Staub gemacht. Glücklicherweise habe ich immer Ersatz dabei. Dann war er also nicht froh, mich zu sehen. Wo wir gerade darüber reden, ich habe in letzter Zeit sehr, sehr gründlich über unsere bevorstehende Vermählung nachgedacht. Oh oh. Oh oh. Guten Abend. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihre Verbindung aufgrund der fehlenden Zahlung Ihrer Telefonrechnung mit sofortiger Wirkung... Oh. Oho. Können wir endlich mal die Wohnung sehen? Ich bin so gespannt. Oh. Hilfe, Hilfe, eine schwarze Witwe und nicht vom Typ Superheld. Hell. Was? Ich möchte so gerne die Wohnung von ihm sehen. Ich hoffe, dass wir da gleich... Ach Mist, ich hätte die Kasse kaufen können, habe ich gerade erst im letzten Moment gesehen. Hm? Ja. Mann, ich möchte so gerne die Wohnung sehen. Ich mag immer so gerne dann andere Schauplätze. Auch wenn man sie nur für kurze Zeit sieht, aber irgendwie finde ich das mal ganz cool. Hm? So,
Schnappe ich mir dieses Ding jetzt hier aufs Tablett? Ich glaube, ich mache das, ne? Hm? Weil ich gerade überlegt habe, nicht, dass ich dann in meinem Wahn oder wenn ich nicht drüber nachdenke, das doch irgendwie entferne, aber... Ach, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das einfach. Wird schon. Wird schon irgendwie hinhauen. So, grüne Liege für dich. Den hier nehmen wir mit. Dann, was brauche ich für dich, meine Liebe? Das hier, zwei davon. Er ist natürlich blöd, wenn ich jetzt mal aus Versehen, vor allem bei den Akupunkturnadeln, aus Versehen mal was Falsches mitnehme, ne? Das ist dann natürlich richtig blöd, wenn mir das Ganze zweimal passiert. Aber das wird nicht passieren. Sag ich jetzt einfach mal. So, dann kommst du hier hin. Nee, ist ja bis jetzt auch nicht so häufig. Weil es ja auch wirklich so ist, dass man immer eigentlich nur eine Person behandelt. Und das auch, was war denn hier nochmal? Ach ja, reiben. Dass auch jeder wirklich... Hallo, geht das mal? Was ist denn hier vorne? Dass auch wirklich jeder an jeder Station meistens nur eine Sache will. Also ich muss ja kaum irgendwie zwei, drei Sachen mitnehmen. Deshalb ist es ja wahrscheinlich auch so, dass das Inventar nicht besonders groß ist. 1, 2, 3 in lila. Und von daher wird das schon irgendwie klar gehen. Ach, Kaffee trinken. Mensch, warum vergesse ich das immer? Komm, ich stelle den mal fix an, bevor ich mich da noch um ihn kümmere. Dann trinken wir jetzt gleich noch ein bisschen. Du gehst hier hin. So, erstmal ein bisschen Kaffee trinken. Dann nehmen wir blau, blau und rot mit. Und stellen den direkt nochmal an. Du kommst hier oben auf die... Manchmal funktioniert es nicht. Ich hatte auch eigentlich schon die Kaffeemaschine angeklickt, aber ist egal. So, hier dieses Ding. Zufällig habe ich das gerade dabei. Komme ich zu dir? Akupunktur machen wir. Oh, das hat gerade noch so funktioniert, ne? Ich hatte das Teil hier eigentlich schon angeklickt, aber gut. So, du gehst da oben hin, dann nehme ich das mit. Dann bekommst du die Rolle. So, für dich sind die Steine. Oh, das sind jetzt aber viele. Also das ist der, das ist der, das ist der und das ist der. Und ich glaube, ich könnte die Räucherstäbchen einfach mal wieder auffüllen, so just for fun. Hälfte der Zeit ist ja auch schon rum. Und du bekommst beide direkt. So, das ist für dich. Achso, du möchtest auf die Liege. Okay, da musst du einen kurzen Moment warten. Dich schicke ich auf die grüne, dann kannst du dich nämlich hier hinlegen. Ach komm, wir machen nochmal einen Kaffee. Jetzt bekommst du das komische Saugeding. Dann komme ich zu dir. Du wartest nochmal. Wobei, jetzt habe ich den Kaffee zum unlogischen Zeitpunkt getrunken. Egal. Du hierhin, du dahin. Ich passiere mal eben. Du setzt dich auf den Stuhl. Dann komme ich erst zu dir. Tippen wir mal ganz wild. Hallo? Helen, läufst du mal nach oben? So, und dann komme ich zu dir nach unten und wir tapen mal wieder. So. Ha, das klingt doch nach Entspannung. So, ihr seid zu fünft. Das bedeutet, ich kassiere. So, Kaffee machen wir direkt nochmal. Reiben ein bisschen, machen dir eine schöne Kopfmassage oder so, ich weiß es gar nicht. Ach, jetzt ist der Supercomputer nochmal dran. So, du bist soweit fertig. Ich trinke Kaffee und bring dir das hier. Hat sie jetzt echt 3 Behandlungen da gemacht? Ach, krass. Zwei davon hat der Supercomputer gemacht? Hey, geschafft. So, was haben wir? 3 mehr blau. So, das ist für dich. 255. Oh, da weiß ich nicht, ob wir das hinbekommen. Aber wie lange muss man hier immer reiben? Schaut mal, das links ist wieder nicht fertig. Jetzt aber. Oh, sie kriegt noch 2 Behandlungen oder so, ne? Ja, hier, bitteschön. Ja doch, 25 Punkte kriegen wir jetzt noch. Ich denke, das haut hin, oder? Ja, sehr schön. 267. So, jetzt möchte ich aber unbedingt die Wohnung sehen. Wo ist dein Polizeiwagen? Er wurde in die Luft gejagt, aber ich stelle hier die Fragen. Welche Fragen? Das ist eine Frage. Hast du je das fehlende Geld gefunden? Ich habe es gefunden, als ich es gestohlen habe. Ich denke nicht, dass das dasselbe ist. Es zählt aber. Wie hat er das vor ihr zugegeben? Tut mir leid, aber das ist meine erste Verhaftung. Du tust es wahrscheinlich ständig. Die einzige Sache, die ein Orsch nicht tut, ist sich ausruhen oder ruhig sein oder fliegen. Ich bin mir sicher, dass da noch mehr ist. Officer, können wir kurz im Happyville vorbeisehen? Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt ja diesen Supercomputer. Stelle meine Geduld ja nicht auf die Probe. Vielleicht haben Sie es ja verschoben. Ja, ganz sicher. Als ich nicht aufgetaucht bin, hat April Sie bestimmt gebeten, alles zu verschieben. Ganz bestimmt, Sally.
Aber wem mache ich eigentlich etwas vor? Sie ist zu weit gegangen. Ich muss die Sache ernst nehmen. Endlich. Ich dachte schon, dass ich den Verstand verloren habe. Denkst du etwa, dass du die Einzige bist, die durch ihr albernes Verhalten versucht, von der Sache abzulenken? Ich bin sehr intelligent. Ein sehr fähiges Genie sogar. Oh, Tilly. Tilly, wo kommst du denn her? Psst, Ruhe, verschwinde. Bell sie nicht an. Belle sie nicht an? Wie würde dir das gefallen? Achso, er soll sie nicht anbellen. Okay. Oh, total aggro, der Hund. Zum letzten Mal. Hey. Böser Hund, sitz, bleib, bei Fuß. Du verwirrst sie ja. Okay, das reicht. Tilly. Oh, oh. Ich hab dich gewarnt. Nein! Leute! Drama? Heftiges Drama? In so einem Spiel? Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Krasse Sache. Auweia. Kein Problem, alles unter Kontrolle. Erziele Kassenkombos, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, weiß ich nicht. Sonst ist das Spiel immer so richtig, ja, happy und alles toll. Nur so ein bisschen Drama. Aber auf einen Hund schießen? Hey, wie krass ist das? So müde, so verwirrt. Ich kann es nachvollziehen. Als ich in Flammen stand, bin ich in den Pool gesprungen. Und ich kann nicht einmal schwimmen. Obwohl es seitens meiner Mutter einige Algen in der Familie gibt. Stehen sich du und deine Mutter nah? Sie ist ein amerikanisches Rotholz, etwas starr, aber ich habe immer zu ihr aufgesehen. Das ist toll. Ich versuche ihr immer zu Weihnachten eine Spore zu senden, aber die Fenster sind zu. Das ist toll. Ich habe hier einen Vertrag, den unterschreiben musst und wodurch ich deine, Tochter... Tochter, ich danke dir. Ich, deine Tochter, die volle Kontrolle über alle Vermögenswerte der Mirage Corporation erhalte, lebenslang. Das ist toll. Dann wirst du ihn unterschreiben? Natürlich, eine Mutter würde alles für ihr Kind tun. Eigentlich, vielleicht... Bitte, ich möchte es. Ja, ein bisschen Gewissensbisse hat sie ja, ne? Unterschreibe hier. Und dort. Danke. Gern geschehen, Liebes. Oh, und jetzt erfährt sie so richtige Mutterliebe. Wie hast du mich genannt? Meine liebe Tochter April. In Ordnung, gut. Wie gelangt diese blöde Pflanze immer wieder hierhin? Genau wie du, durch diese Tür da? Ich werde nächsten Morgen befehlen, sie zu entsorgen. Ich bekomme von ihr eine Gänsehaut. Das ist toll. Es war schön, dich kennengelernt zu haben, Eugenia. Eugenia? Hui. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber Leute, ich kann es immer noch nicht fassen, ey. Der Orsch wollte auf Tilly schießen und Sally ist dazwischen gesprungen, heldenhaft, und hat sich jetzt eine Kugel eingefangen. So, wo willst du hin? Ich sehe es nicht wirklich. Da, was steht da? Was müssen wir machen? Hole 3 Kassenkombos mit goldenen Kunden. Alter, gehst du mal da bitte hin? Ach, ich wollte das hier doch mal vorbereiten. Oh, ich hasse das Reiben. Das ist so blöd. Ah, hat aber diesmal ganz gut funktioniert. So, du kommst hier hin. Also bedeutet das... Wie gut, dass ich das gerade... Ja, du dahin. Das hatte ich vor. So, komm, direkt den nächsten machen. Du hierhin, du dahin. Ich bin gerade ein bisschen lahm. Das nehme ich mit. Ich komme erst zu dir. Dann 2, 2 und einen davon. Dann zu dir. Ja, bedeutet das... oh, Karl, irgendwie ist gerade viel, ne? Da ist Karl. Zack, zack, zack. Bedeutet das, alle nur golden, also, ja, ich habe dich schon mal dahin geschickt. Ich teste mal eben. Er zählt nicht, weil er nicht richtig Gold ist, ne? Alles klar, gut. Also anstrengen. Das und das, bitteschön. Weil wenn ich das Ganze...
Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. Nein, das war mir jetzt schon am Anfang zu verwirrend, zu schlecht. Das machen wir nochmal. Hm? So, komm schon. So, den direkt fertig machen. Helen, ich klicke wie blöd. Lauf doch bitte schon mal. Du kommst hier hin. Wir machen fix einen Kaffee. Dann hole ich mir das. Dann komme ich zu dir. Reiben, natürlich. Nice. Weil da muss ich nämlich jetzt echt schnell sein, dass da niemand dazwischen ist, der keine goldenen Herzen hat. Und das wird vermutlich nicht ganz so easy. 1, 2, 3. Okay, für dich. Ich klicke, Helen. Lauf doch bitte. Ich habe vorhin noch gesagt, wie gut ich hier mit dir klarkomme. Viel, viel besser als mit Sally. So, Moment, schnell auf die grüne Liege, bevor ich hier was anderes mache. Dann ganz schnell zu dir, dass ihr auch wirklich da eure goldenen Herzen bekommt. Karl ist jetzt rechts, da hinterm Busch. Da ist ja genau, hinterm Busch, vor allem hinterm Bambus. Das nehme ich mit. Stopp, du hier hin, du auf den Stuhl. So, was brauchen wir? Das und das für dich. Bitte schön, das regelt zum Glück der Supercomputer. Ich bin schon mal ganz froh. Ich könnte doch jetzt, pass mal auf, ich kann doch jetzt hier kassieren. Sehr schön, und dann kann sie nämlich noch da stehen bleiben. Ich habe dich dahin geschickt. Ich weiß gar nicht, wo hier immer das Problem ist. Auch reiben. Ich gerate wieder in Stress, Leute. Wie mit Sally. Jetzt war ich so froh über die gute Helen. So, jetzt kommt schon. Ich mache Zweier-Kombos oder vielleicht auch Dreier, damit ich mich später wieder auf die richtigen konzentrieren kann. Warum hat das nicht gezählt? Warum zum Teufel hat das nicht gezählt? Die waren doch beide Gold, oder nicht? Ist mir egal. Wenn ich es nicht schaffe, ich habe schon so viel hier nicht geschafft, dann macht mir das auch nichts aus. Jetzt gerade Kaffee trinken war total unnötig. Komm, stell direkt den nächsten an. Ach, es geht nicht. Okay. Wann kann ich sie wieder bedienen? Ich habe dich nicht dahin geschickt, Helen. Aber ist okay, ich habe eigentlich sie dahin geschickt. Aber passt schon. So, du kommst in den Stuhl. Kaffee trinken, blau, lila, lila. Ich würde das hier gerne nochmal... Drei Kassenkombos mit goldenen Kunden. Steht ja nicht wie viele, ne? Also von daher. Ich probiere es jetzt nochmal, weil die haben definitiv beide Gold. Okay, es zählt nicht. Aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil es nur zwei sind. Vielleicht brauche ich doch drei. Aber wie gesagt, ich spiele jetzt einfach. Wenn ich es nicht packe, dann ist das auch halb so wild und mir ein bisschen egal. Blau, blau und lila. Warten wir jetzt einfach mal auf ihn, wenn er dazukommt und dann später Gold hat. Vielleicht klappt es ja. So, das Ding haben wir auch noch dabei. Du möchtest natürlich auch da liegen. Und das wiederum bedeutet, er muss auch noch irgendwo hin. Okay, einer von euch wird definitiv nicht mehr Gold sein. Du wahrscheinlich. So, schnelles Tippen. Dann komme ich zu dir. Heiße Steine. Da hätten wir den, da hätten wir den, den. Und ich habe ihn reingezogen, aber ist okay. So, du auf die grüne Liege. Ach doch, beide Gold. Hätte ich nicht gedacht. Komm, wir kassieren mal. Gucken, ob sie jetzt hinhaut. Ja, okay, das hat nicht funktioniert. Das war falsch. Ich weiß nicht, warum. Aber okay, so, du schnell hier hin. Dann waren es wohl doch mehrere, die dafür zählen. Hä, was ist das denn? Ist ja ganz anders. Was, mit einem mehr als sonst. So, komm, wir machen nochmal fix einen Kaffee. Dann bringe ich dir gleich dieses Räucherstäbchen. Komm schon mal auf die grüne Liege. Räucherstäbchen ist fertig. Und dir bringe ich die komische Saugglocke. Du gehst hier unten hin. Kann gleich mal die Räucherstäbchen wieder auffüllen. So, du setzt dich hier unten auf den Stuhl. Vielleicht schaffen wir es ja doch. Wir brauchen ja jetzt im Endeffekt nur noch eine Kombo. Das hier hin. Ach, das wäre das gleiche wie gerade eben. Das dahin und das andere dahin. So, du kommst oben auf die Liege. Dann könnte ich doch jetzt eigentlich schon mal kassieren. Helen, ich habe hier geklickt. Lauf doch einfach bitte hin. Das ist ganz easy. Und wir haben es gepackt. Juhu. Das ist schön. Also den dahin, den dahin, den dahin und den hier hin. Ah. Schnell noch ein Käppchen machen. Das Ding habe ich zum Glück auch dabei. Dann setzt du dich hier hin. Den nehme ich direkt mit. Lila und grün und grün. Zwischendurch nochmal ein bisschen Kaffee reinkippen. Passt schon. Typ, ich habe dich dahin geschickt. Aber ist okay. Bist du der Letzte? Nee, Salon ist noch nicht geschlossen. Kommt doch mindestens noch einer, ne? Na, ich hoffe, du bist die Letzte. So, dann gehst du hier hin. Und was brauchen wir bei dir? Saugglocke. Und zwei Räucherstäbchen. 315, ich würde fast sagen, dass wir das nicht schaffen werden, oder? Na, mal schauen. So, jetzt seid ihr aber alle fertig. Ich
geschafft. Ach, schön. Gut, gut. Ich hätte wissen müssen, dass es einen Grund dafür gab, warum die Busreise nach Hawaii so billig war. Ab jetzt mache ich nur noch Urlaub mit Boot, Raumschiff oder Kanone. Eingehende Nachricht von François. Klasse. Hallo Sally, ich fahre für eine Woche nach Hawaii. Sag Bescheid, wenn du Tiki-Fackeln haben willst. Liebe Grüße, François. PS, Nathan wird für mich einspringen. Hä? Nachricht nicht gesendet. Ach, jetzt kriegt er die ganzen Nachrichten von Sally, ne? Noch eine eingehende Nachricht von François. Klasse. Ach so, erstmal seine. Hallo Nathan, übernimm diese Woche bitte meine Schicht. Mahalo, XO François. Hawaii, verstehst du? PPS, ich bin übrigens auf Hawaii. Nachricht nicht gesendet. Ach, egal. Ich bin mir sicher, dass sie es auch so herausgefunden haben. Und nichts passiert ist, nur weil ich ein paar klitzekleine Sachen vergessen habe. Olivia, aloha via. François, du wurdest nicht ermordet. Ja, aber Sally. Der Tag ist noch jung. Du hast echt viel verpasst. Genau wie ihr. Mein Hotelzimmer lag in einem aktiven Vulkan und ich wurde für 2 Tage aus Versehen zum Papst gewählt. Ach, herrje. Olivia, mach dir keine Sorgen. Der Hut ist sicher mal im Gepäck verstaut. François, ich glaube... Olivia, was ist denn los? Ich glaube, das Baby kommt. Nein. Und wisst ihr, wo die sich alle treffen? 100 pro treffen die sich alle im Krankenhaus mit Allison von Hearts Medicine. Könnte ich mir so vorstellen. Gut, Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.